Wenn ihr einmal in Reut und Umgebung Urlaub macht und an einem Tag mal keinen Gipfel besteigen wollt, dann empfehlen wir euch diese Tour hier zur Burgruine Ehrenberg und zum Plansee. Man nähert sich also über die Bundesstraße 179 an, entweder aus Richtung Füssen oder aus Richtung Lermoos und sieht dann schon diese beeindruckende Hängebrücke, die das Tal überspannt, von der Festung Ehrenberg, die man da oben sieht, zur anderen Seite. Man erreicht schon bald einen Parkplatz, da wird nochmal die ganze Anlage erklärt. Und von dem Parkplatz wandert man dann auf die Brücke zu. Man kann sich schon ein bisschen gruseln beim Hochschauen. Ja, man erreicht dann einen Gebäudekomplex mit einer Kapelle, mit Schuppen. Eine Zahnradbahn ist unten, Talstation und auch ein Restaurant. Das können wir sehr empfehlen. Da haben wir gegessen. Da saß man sehr gemütlich und es war lecker. Ja, und nach der Stärkung haben wir uns dann aufgemacht. Man kann sich eben entscheiden, entweder mit der Zahnradbahn oder per Pedis sich nach oben zu bewegen. Wir haben es natürlich zu Fuß gemacht. Und dann kommt man schon bald an ein Erlebnismuseum, wo die Geschichte der Burg dann eindrücklich und anschaulich beschrieben wird. Ja, nach einer kurzen Stippvisite bei dem Museum geht es dann weiter hoch zu der Burgruine. Da ist der Hahnenkamm. Und unterwegs hat man dann natürlich schon Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Zum Beispiel hier auf den Hahnenkamm, den wir am Vortag bestiegen hatten. Ja, und dann erreicht man schließlich diese Burgruine und kann die ausgiebig erkunden. Es gibt sehr viele kleine felsige Pfade durch diese Ruine. Man kann wirklich in jede Ecke schauen, durch jedes Fenster herunterblicken auf die Berge oder aufs Tal. Ganz oben ist auch eine Fahne. Guck mal, oben auf dem Berg. Ja, Hier. ja. Man sieht hier auch schon, dass in der Anlage sehr viel Grün zu sehen ist, auch sehr viele Gräser, Blumen, Sträucher. Und entsprechend fliegen da auch sehr viele Insekten herum. Zum Beispiel haben wir auch Hornissen gesehen. Ein wagemutiger Amerikaner hat dann auch versucht, eine Makroaufnahme von einer Hornisse zu machen und ist zu diesem Zweck dann bis auf wenige Zentimeter an das Tier herangekommen. Ja, hoffentlich war es ein schönes Foto. Gestochen worden ist er jedenfalls nicht. Aber man sieht hier auch, wie grün das Ganze ist und wie malerisch diese Burgruine sich darstellt. Von wo aus meinst du? Ja, hier erkläre ich dir, Christiane, gerade einen Kannst du mich ja gleich noch mal interessanten dahin Ausblick. führen? Konnte man mit einer Leiter auf einen Das ist Balkon schon und von toll, dort dann ne? ins Tal blicken. Die Kinder, die dort zahlreich herumliefen, die hatten auch ihren Spaß. Irgendwann öffnet sich dann die Burgruine zur anderen Seite.
Ah, Und ich wir versuche haben den hier neuen König König Artus' Schwert aus dem Artus. Felsen zu ziehen. Leider vergebens. Ja, es war einmal ein sehr mächtiges Bollwerk, die Burgruine und die angrenzenden Festungsanlagen. Ein mächtiger Verwaltungssitz, Handelszentrum. Natürlich sehr umkämpft im Laufe der Geschichte zwischen Bayern und Tirolern. Immer wieder belagert, erobert, entsetzt. Das wird im Erlebnismuseum zum Beispiel sehr ausführlich dann erklärt, sodass die Geschichtsinteressierten da auf ihre Kosten kommen. Ja, und dann erreicht man schließlich die Highline 179, die besagte Hängebrücke. Man sieht hier die wichtigsten Daten. Also 400 Meter lang ist diese Brücke. Und der aus Platten bestehende Weg ist 1,20 Meter breit. Und insgesamt wurden 120 Bodenelemente hier verbaut. Die Brücke hat ein Eigengewicht von 70 Tonnen. Und zusätzlich kann sie 500 Personen tragen. 500 Personen können also gleichzeitig auf dieser Brücke das Tal überqueren. Auch bei starkem Wind übrigens. Allerdings schwankt dann die Brücke auch erheblich. Und das ist eine mentale Herausforderung, ebenso wie die Blicke nach unten, die man werfen kann, über das Geländer oder auch durch die Bodenplatten. Das ist für Menschen mit Höhenangst schon eine enorme Herausforderung und man sieht hier auch, dass sich die Leute ängstlich festhalten. Eben auch wegen der Schwankungen. Ja, im Jahr 2003 präsentierte ein ansässiger Architekt namens Walch erstmals seine Vision der Brücke der Öffentlichkeit. Und dann gingen Planungsarbeiten los, Vorgespräche los. Und erst 2012 fand sich dann tatsächlich ein privater Investor, der das Megaprojekt dann auch investieren, sich für das Megaprojekt begeistern ließ und investieren wollte. Und dann begann die Vision Wirklichkeit zu werden. Und zwar wurde zunächst mit Hilfe einer Drohne von einem Berghang zum anderen geflogen und ein seidener Faden gespannt. Und an diesem ersten Faden wurde dann ein dickerer über das Tal gezogen, später noch ein dickerer. Und am Ende stand schließlich ein festes Stahlseil. Daran wurde dann später die Seilwinde befestigt, mit der die armdicken Tragseile der Hängebrücke von der einen Bergseite zur anderen gespannt wurden. Die Statik der gesamten Brücke hing von der exakten Ausrichtung der vier Tragseile ab. An der anderen Seite kann man dann das Fort Claudia besichtigen oder aber auf einem Waldweg wieder hinuntergehen ins Tal und zum Parkplatz. Und wir haben uns an dem Tag dann entschieden, von dort aus noch den Plansee zu besichtigen. Das ist der zweitgrößte See Tirols, 6 Kilometer lang und an der tiefsten Stelle fast 80 Meter tief. Der See hat eine Wasserqualität der Güteklasse 1 und gehört somit zu den saubersten Seen Tirols. Und das sieht man schon im Vorbeifahren. Segler, Surfer, Taucher, aber auch Angler und Schwimmer kommen hier voll auf ihre Kosten. An heißen Sommertagen kann man lesen, erreicht der See eine Wassertemperatur von erfrischenden 17 bis 21 Grad. An dem Tag, an dem wir da waren, war es allerdings deutlich kühler. Hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, wenigstens bis zu den Knien mal reinzugehen, ein paar Fotos zu schießen. Und Christiane war auch drin, natürlich. Wem das zu kalt ist, der kann sich aber auch mit einem kleinen Linienschiff über den See schippern lassen und die umliegenden Berge genießen. Zum Beispiel kann man von da die Hochschrutte sehen, die Geierköpfe und die Kohlbergspitze. Für uns war das ein wunderschöner, erholsamer Ausflug. Sehr zu empfehlen.